Dr. LMAA zu Haken warnt, dieses Spiel verursacht Augenleihen und spontane Aggression. Deshalb spielen Sie es erst, wenn Sie 80 Jahre alt sind und nur in Begleitung der Eltern. Danke. Guten Tag, ihr lieben Leute, und willkommen zum Test zu Rumble Fighter. Ich glaube, das schlechteste Spiel, seit es irgendwie Prügelspiele gibt, ja, im Online-Modus. Ich kann euch leider jetzt nicht zeigen, wie die Charakterkreierung ist, denn man kann diesen Charakter nicht mehr wechseln, wenn man ihn ausgewählt hat, außer ihr investiert natürlich in den Cash-Shop oder sammelt etliche Milliarden Punkte, um dies denn zu machen. Da guckt man nämlich mal in den Store rein. Ja, die Musik ist so abgöttlich wie sonst irgendwas. Hier Hot, ja, Striker, sonst irgendwas mit echtem Geld. Irgendwann, also jetzt nicht hier. Ah, hier haben wir Mastery Key Silver, können wir uns kaufen mit 1700 Punkten. Hier können wir natürlich noch diverse scheiß Outfits auswählen, die noch bekloppter als bekloppt aussehen. Ja, die Grafik, ihr werdet es eventuell ein bisschen schöner sehen, aber auf so einem 24 Zoll Monitor mit einer Auflösung von 800x600 ist dieses Spiel extrem kacke, sieht's aus. Man kann es auch nicht ändern, es geht einfach nicht. Und ja, wir gucken jetzt mal in unsere Infos. Also das ist unser Avatar, ja, wir haben hier zwar noch nicht sehr viele Items zur Auswahl. Und wir werden jetzt einfach mal spontan, ich will euch nicht länger, die Spannung aufrechthalten, will ich jetzt nicht. Ich will euch mal zeigen, wie das hier abgeht. Es gibt hier so einen gewissen Adventure-Modus. Gehen wir mal einfach hin. Super Sache, der Ladescreen, der kommt hier alle 30 Sekunden. Und dieses Spiel unterstützt keinen Controller. Ich könnte jetzt natürlich noch eine Software installieren dafür, damit ich einen Controller benutzen könnte. Aber... ja, einen Augenblick, ich muss kurz eine Flasche aufmachen. Komm, Schatzi. Meine Fledermäuse. Ja, Fledermäuse. Papa muss kurz einen Test machen. Dankeschön. Dieses Spiel wird auch gleich vorbei sein. So, wir betreten jetzt wir steuern das hier mit Defile-Tasten. Extrem geil. Ist super, dass die uns ja zwischen so ein Gitter treffen können. Ja, super Sache. Ja, ihr steuert das eben mit den Pfeiltasten und könnt mit C könnt ihr treten, mit X könnt ihr Gegenstände eventuell aufsammeln. Und Special Moves habe ich noch keine, weil ich so ein Noob bin. Und ja, wir steuern jetzt uns hier krampfhaft durch dieses Dungeon. Ja, super Power-Up, ja, die Grafik ist grandios kacke. Genau wie die Steuerung, die ist so schwammig. Ja, jetzt bin ich selber ein Skelett. Hier schießt einer permanent mit irgendeinem Scheiß rum. Super, ja, hier, also Wahnsinn. Hier, das Spiel geht so kacke gut ab, ja. Es ist, ich könnte auch blocken, aber hier, wir sind ja hier nicht Pro, wir sind Scheiße und deshalb machen wir das nämlich so. So, hier nehmen wir noch das Defense hier mit. Na klar, barfuß machen wir ein Gitter kaputt, warum soll es nicht so sein? Wir haben ja Eisenfüße. Oh ja, hier eine Sichel. Nur mal aufpassen, dass wir uns nicht treffen lassen. Klar, der Kopf fliegt nicht ab. Ja, und sie slidet 30 Kilometer. So, wollen wir mal gucken, ob wir das auch noch schaffen. Ja, wir sind auch gleich tot. Das ist super. Ja, eigentlich war ich schon hinter dem Ding, aber ich werde trotzdem getroffen. Ja, Kollisionsabfrage for the world. Wir können jetzt auch spontan runterfallen. Ja, genau. Der Bild wechselt einfach mal. Und vor uns ist gleich eine Sichel. Ist ein grandioses Game ist das. Das ist so scheiße. Ja, und wir werden wieder getroffen. Gleich sterben wir. Und dann versuche ich diese Tasten zu drücken, um mein Continue zu benutzen. Aber das geht hier nicht in diesem Spiel. Das Spiel ist dann überfordert. Ja, hier haben wir jetzt... ja, wir hätten jetzt springen können. Aber wir müssen erstmal die töten. Wenn wir das irgendwie mal schaffen. Denn die Steuerung ist so schön. Ja, ein U-Boot steuern ist definitiv einfacher. So, jetzt versuche ich das zu drücken. Und es geht einfach nicht. Diese Tastenkombination ist nicht vorhanden. Und somit haben wir jetzt leider dieses Dungeon nicht geschafft. Das ist auch sehr, sehr schade. Ja, ich hätte es beinahe geschafft. Oh Mann. Ja, Mission Fail. Oh mein Gott. Ja, warum werde ich nicht gleich gefragt, ob ich dieses Spiel deinstallieren möchte? Aber wir können ja auch gegen andere Spieler spielen. Und das werden wir jetzt mal machen.
Wir machen jetzt einfach mal ein Battle-Team, ja? So, sind wir alleine? Finde ich auch geil. Das ist eine Scheiße. Da muss man glatt kotzen. Jetzt kommen die anderen Spieler. Ich bin bereit. Komm, kämpfe gegen dich alleine. So, jetzt bin ich wieder alleine. Da müssen wir erstmal schnauben. Na los. Wertvolle Sendezeit geht hier flöten. Ready, machen wir Start. Sind wir jetzt in Chinatown. Ja, Ladescreen, geil, geile Sache. Also das Spiel hat es echt drauf. So, jetzt muss ich gegen ihn kämpfen. Wenn wir mal sehen. Ich finde super, dass wir weiter rauszoomen können. So, da ist er. So, gleich mal ein Kick in die Fresse. Ja, spring rum. Wird dir trotzdem nicht helfen. Ja, super. Ach, Mann. Ja, es ist super. Es lässt sich komplett geil steuern, ja. So, Block for the World. Und pam, pam, pam hier. Ja, pass mal auf hier, mein Freund. Den machen wir jetzt mal kaputt. Junge. Ja. Oh, ich hab grad Beute. Ja, gut, okay. Ah, ist das spannend. Ja, das lässt sich steuern wie sonst irgendwas. Oh, hier, kennst du Blockmann? Pam, Alter. Ja, was ist denn? Ja, geiles Game, ja, wow, super. Ey, könnten wir noch schaffen? Oh, nee, sind leider Battle over. Sind wir leider tot, scheiße. Jetzt wird abgerechnet, jetzt bekommen wir Punkte oder nicht. Ja, 2 Punkte halt bekommen, ey, super. Und wieder Ladescreen. Nein, es könnte ja nicht sofort weitergehen oder sowas. Nein, es gibt erstmal ein Ladescreen. So, jetzt sind wir in einer komischen anderen Welt. Zeige ich euch mal, wie wir runterfallen können. Hier, zack, können wir runterfallen, sind wir instant tot. Er wird sich wahrscheinlich denken, was ist denn hier los? Bin ich so toll? So, 2. Runde ist auch over. Und wieder Ladescreen, ja, ist super. Hier wird uns nochmal diese schwammige Steuerung erklärt. Ja, dieses Battle-Szenario finde ich sehr gut, ja, total übersichtlich. Wir können natürlich auch springen in diesem Spiel. Ja, in diesem Dünnpfiff. So, jetzt hauen wir ihn erstmal kaputt. 3 Schläge hast du bekommen. So, jetzt lassen wir mal eine Chance hier. Hier, in your face und blocken wir mal spontan. Ja, genau, ja. Pam, 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 pam. Ja, super. Ei, ist das ein Graus. Ja. Super, ja. Oh, oh, Wahnsinn. Hau mich kaputt, bitte. Ja, treffen wir nicht aus irgendwelchen Gründen. Weil es wahrscheinlich leckt, dieses Drecksgame. Ja, es leckt. Da können wir ihn jetzt mal totschlagen, denn er sieht ohne mehr durch. Dieses Spiel ist scheiße. Pam, pam, pam hier. Ja, die Anbieter haben jetzt auch ein geniales Event am Start. Ja, kämpft gegen ein GM. Diese Chance würde ich natürlich auch glatt wahrnehmen, um den gleich mal zu erzählen, wie scheiße dieses Game ist. So, was hat er jetzt gezaubert? Irgendeine eiserne Hand oder was? Ah, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, komm, mach Schlitz, Schlitz. Ah, ich hätte beinahe noch gewonnen, hätte ich mich mal angestrengt, ja. Hätte ich nicht mit meiner Nase gespielt, sondern mit meinen Fingern. So, 3. Runde ist um. Ich glaube, das war es jetzt auch. Jetzt gibt es die Siegerehrung. Ah, ist das klasse. Ah, super. Hier hast du toll gemacht. Hast du echt toll gemacht. Ah, super. Müssen wir mal applaudieren. Ja, geil. Ja, das war das ganze Spiel. Echt crap. Und ich hoffe, ihr nehmt die Warnung von Dr. Dr. LMAA zu Haken wirklich wahr und spielt dieses Spiel nicht, denn ihr werdet euren Rechner schrotten, den Bildschirm gegen eine Wand klatschen und euch dann auf der Straße verkaufen danach. Bis die Tage, euer Zuhaken, ciao.